So, Freunde, es ist Zeit für ein kleines Sommercamp. Es sind 26 Grad und heute geht's an den Rhein. Ich habe richtig Bock, Alex ist auch wieder dabei, aber wir müssen uns erst umziehen. Ich sehe nämlich immer noch so aus. So, das sieht doch schon viel besser aus. Heute haben wir mal ein Fixed Blade Knife mit. Bin mal gespannt, wie das performen wird. Auf jeden Fall ganz cool. Style steht heute auch wieder über allem. Ne? Auch in der Tasche könnte man meinen, ich lerne nicht aus Fehlern, aber tatsächlich ist sie nur für einen kurzen Transportweg. Also heute keine 15-Stunden-Tour mit Tasche. Mit, was haben wir denn da? In der TikTok-Tasche. Heute nicht. Guckst du so? Okay, also eigentlich ist Alex immer derjenige von uns beiden, der zu spät dran ist. Aber heute bin ich, glaube ich, zu spät dran. Ich muss allerdings noch eine Sache vorher besorgen. Und da Feiertag ist, muss ich es leider in der Tanke kaufen. Mies, weil sehr teuer. Beim letzten Overnighter, den wir gemacht haben, hatten wir jeder, glaube ich, ein Bier und zwei Whisky Cola. Und das hat mir beim Schlafen extrem gut geholfen. Da wir jetzt noch relativ früh Nachmittag haben und noch ein bisschen Zeit totschlagen müssen bis zum Abend, haben wir mal ein bisschen mehr Bier geholt. Lecker. Auch mal gemütlich ein Bierchen trinken. Geil. So, ich bin jetzt da. Zu spät, fast eine halbe Stunde. Von Alex aber noch keine Spur. Ich gehe den mal suchen. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er genau hier auf mich wartet. Genau da. Genau den Standort hatte ich ihm geschickt. Okay, ich weiß gerade mal im Spot gucken, wo wir gleich hin wollen. Ob ich dem vielleicht den falschen Standort geschickt habe. Aber habe ich auch nicht. Okay, dann müssen wir wohl noch warten auf den jungen Mann. Vielleicht machen wir uns schon mal ein Bierchen auf. Gar nicht verkehrt eigentlich. Ach, guck, wen haben wir denn da? Wie erschrocken, du Idiot. Hi. Was ist? Geht so. Ganz sommerlich, Alex. Ja, ich habe mich umgezogen unterwegs. Ehrlich Mir war jetzt? ein bisschen warm, ja. Ohne Spaß. Ach, guck mal, hier sieht man auch. Viecher scheinen heute auch Hätte ich direkt gefilmt ein hier. leichtes Problem zu werden. Jetzt haben Alex und ich uns die ganze Zeit den Platz angeguckt, aber im Video habe ich ihn doch noch gar nicht drin. Also. Da ist. Ich weiß gar nicht, ob das eine Feuerstelle war oder keine Ahnung was. Also wir haben auf jeden Fall nicht vor, da ein Feuer zu machen. Hier wird auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen der Schlafbereich. Also Alex sagte, er weiß schon, wo er sein Zelt aufbaut. Ich denke mal hier vorne. Hängematte könnte ich da an dem dicken Baum und an dem dünneren spannen. Ich muss aber sagen, ich hätte ein bisschen mehr Bock, das ganze Setup mal am Boden aufzubauen. So, wenn du jetzt hier guckst. Totholz haben wir halt auch ein bisschen. Ich habe eine Säge dabei, kann ich eigentlich auseinandernehmen und mir dann damit ein paar Stäbe bauen, wo ich das ganze Setup ein bisschen höher bauen kann. Wäre schon geil. Ich hätte richtig Bock drauf. Echt mal Bock am Boden zu schlafen, nicht immer in so einer Wurst. Und das ist auf jeden Fall unser Ausblick, den wir dann hätten. Also, ich finde es nice. Also wenn man jetzt mal guckt, man könnte alternativ halt noch hier lang, so, da ist man komplett stealth unterwegs. Aber da ist auch Zeckengebiet sein Vater, Alter. Und da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ne? Richtig geil und richtig teuer, Alter. Richtig teuer, so. Alex, ich würde sagen, erstmal ein Bierchen. Ja, das ist isotonisch und das braucht ein Sportler. Well, the sun's hanging low, painting gold on the trees. Got a cold drink in hand, and time's moving at ease. There's a soft rustle of leaves in the summer night breeze. In this small town life, where heartaches all freeze. Friday nights under stars, friends driving down roads. Old pickup trucks and moss-covered poles making memories last as the night slowly folds. Simple things we cherish, worth more than gold. Also Alex hat mich gerade gefragt, was das hier eigentlich für ein komischer Becher, für eine komische Flasche ist. So, das ist der Stanley Travel Mark. Ich wollte eigentlich mal ein separates Video über das Ding dazu drehen, tatsächlich. Aber hab's nicht gemacht, beziehungsweise es war echt stinklangweilig. Hab's dann verworfen, die Idee. Aber das ist ein Thermobecher tatsächlich. Und ich habe Eiswürfel da reingetan, weil wir heute Abend Rum Cola trinken werden.
zum Schlafen. Die sind jetzt seit einer Stunde ungefähr da drin. Ja, kommt gut hin, eine Stunde. Lass mal fühlen. Ja, die sind noch kalt. Ne? Sind noch kalt. Und heute Abend, wenn wir es trinken wollen, werde ich nochmal die Kamera da reinhalten. Dann schauen wir doch mal, wie viel Wasser daraus geworden ist. Da habe ich halt nicht so Bock drauf, bin ich ehrlich. Ja, also Ratten finde ich jetzt nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Irrationale Angst, ich habe keine Ahnung warum. Und Alex hat hier halt auch Probleme mit den Pollen. Und deshalb gehen wir jetzt mal in den ganzen Buchten. Ist das Schuld oder was? Ja, eigentlich ja, weil Ratten machen ja nichts. Also ich habe halt eine Angst, aber die machen halt nichts. Nein, aber halt deswegen gehen wir jetzt mal die Buchten gucken. Hier liegt halt auch viel Müll. Also zum Beispiel diese Tüte ist nicht von uns. Da liegt Müll, da liegt halt Essen, deshalb ist die Ratte da. Da hinten liegen noch zwei Tüten voll mit Essen. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen jetzt mal ein Stück weiter, gehen in diesen ganzen Buchten hier am Fluss gucken, ob wir vielleicht da irgendwo pennen können. Und wenn nicht, ja, dann kommen wir halt wieder zurück, packen unsere Sachen und fahren nach Hause. So, ich glaube, wir haben einen neuen Spot gefunden. Da hätten wir auch schon einen kleinen Freund. Ist das dein Strand hier? Ich glaube, da hat nichts dagegen, wenn wir uns den mal kurz für eine Nacht ausleihen. Hier ist auch deutlich weniger Müll. Also bisher habe ich nur eine Flasche gesehen. Sprich dafür, dass keine Ratten da sind. Kennt ihr das hier noch? Boah, guck mal. Der perfekte Stein. War auch schon mal besser. Alter. Alter. Guck mal, der fehlt mir. Guck mal. Ah. So, wir wechseln uns hier ab. Jetzt ist Alex der Gucker, der gucken geht, ob da vielleicht irgendwas Besseres ist. Ich habe gesagt, nein. Hier ist schon ganz gut. Irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen würden, aber hier ist schon okay. Und was sagst du? Ich finde das da besser. Da ist besser? Ja. Ich glaube, das also vom Hinlegen und so finde ich, glaube ich, am besten. Dann können wir jetzt hier über diesen Weg deinen Anhänger und dein Fahrrad schleppen. Ja. Tu's mal was für dein Geld. Oh, hätte ich vielleicht mal aufnehmen sollen, ey. Ich habe einen Stein gebissen. Aua. Bei dem Untergrund allerdings sehe ich ein bisschen schwarz dafür, die Stöcke in den Boden reinzuhauen. Ei, au. Alter. Ich halte das hier noch nicht für so eine gute Idee. Schauen wir mal, was der da gleich zu bieten hat an seinem Platz. Also doch, hier sieht der Boden deutlich besser aus. Ja, jetzt können wir uns hier mit ein bisschen Schippe und ein bisschen Säge, können wir uns die ganzen blöden Bäume hier mal wegmachen und dann eine Stadt aufbauen. Was für dich jetzt am Bildschirm aussieht wie 3 Sekunden, wird in Wirklichkeit bestimmt eine Stunde dauern. Ich muss jetzt noch den Rest meiner Ausrüstung holen, scheiße. Alter. In der Zwischenzeit setze ich mich auf ein Frühstücksbrettchen. Kannst schon kochen, wenn du willst. Das Mädel kann schon kochen, damit der Mann, wenn er nach Hause kommt, gleich hier vernünftig was zu fressen hat am Tisch. Ja, war ein bisschen nordisch, hast du gesprochen. Ja, sicher. Das ist mein chauvinistischer Akzent. Step by step, I feel the breeze. Heart is light among the trees. Keep moving, feeling so free. Endless road is calling me. Lost, but I don't really mind. In this journey. Also sorry für die Soundqualität, ich nehme jetzt nur mit dem Handy auf. Ja, ich habe jetzt hier drin, habe ich jetzt geholt, oder hole ich jetzt gerade den Defense 4 Schlafsack, dann die Aldi Isomatte. Als Sicherheit habe ich meine Expert-Isomatte auch noch dabei, dann eine Bodenplane, 2 Hocker und eine Flasche Wasser. Jetzt wieder 10-15 Minuten zurücklatschen. Yay! Und das mit dem Gepäck. Leute, ich habe es geschafft. Ich habe es zurückgeschafft. Jetzt gibt es noch ein Bierchen und dann wird sich was zu essen gemacht. Oh, auf den Hockern hier, sieht man das? Sieht man meinen tollen neuen Hocker? 5,99 Euro bei Aldi. Oh, herrlich. Ah. So, wir haben jetzt kurz nach 9. Es wird Zeit, ein bisschen Shelterbau zu betreiben. Und dafür brauche ich Stöcke. Ich habe nämlich jetzt extra die T-Straps von Amazonas im Auto gelassen und werde jetzt Stöcke nehmen, um die Hängematte am Boden aufzubauen. Das sieht schon nach einem mächtigen Stock aus. Ja, ja, der ist gut. Den brauche ich. So, den nehmen wir mit. Das reicht auf jeden Fall. Also der Ort ist richtig al dente. Ich finde den Ort richtig al dente. Hier mit den Wellen von den Schiffen könnte man auch denken. Aber was ist denn mit Flut? Wir sind an der Nordsee.
Ja, da werden wir weggespült. So, jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Grund dieses Videos. Also, ursprünglich habe ich eine Exped-Isomatte, ja, die, mit der ich sehr, sehr zufrieden bin. Ist eine 4-Jahreszeiten-Isomatte, alles top, soll auch sehr robust sein. Weiß ich nicht, weil war sehr teuer, will ich nicht unbedingt aufs Spiel setzen. Und diese Woche, Montag glaube ich, kam bei Aldi unter anderem Isomatten und anderes Campingzubehör ins Angebot. Und da habe ich zugeschlagen, weil die Isomatte von Aldi kostet nur 15 Euro und ist eine mit Schaumstoffkern. Und wenn ich mich damit in eine Glasscherbe lege und die kaputt geht, das kann ich verkraften. 140 Euro wiederum ist eine andere Sache, will ich nicht unbedingt aufs Spiel setzen. Deshalb schlafen wir heute mal mit der Aldi Isomatte und gucken, was die so kann. Also ich habe jetzt diese Heringe genommen, die habe ich über AliExpress bestellt. Und ich muss sagen, die sind mega. Ich habe gerade den ersten reingedreht, jetzt pass mal auf. Ich meine, das ist Sand, okay. Das geht easy. Aber du drehst die einfach wie ein Schraubverschluss und die bohren sich da rein. Ich meine, gut, kriegst jetzt natürlich auch jeden anderen Hering hier rein, ne? Aber der geht halt auch wahrscheinlich leichter wieder raus als der hier. Ja, okay. Krass. Ist gut? Ja, mach mal bei mir. Nimm mal den hinten. Oder egal wen. Das ist halt ein normaler Hering, ne? Ziehst du dran? Ja, raus. Jetzt gilt es nur, diese Schnur hier irgendwie hochzukriegen, damit das Moskitonetz nachher auch oben ist. So. Au. Ah, voll den Finger in der Säge eingeklemmt. Oh. Weißt du, beim Sägen nicht verletzt, ne? Aber danach. Also sieht man jetzt noch nichts, aber der Schock sitzt tief, du. Eine Seite haben wir jetzt. Dann nehmen wir gleich Paracord, um den Stab von hier dahin abzubinden. Da ist dann das Moskitonetz und dann sollte das eigentlich halten. Zumindest haben die ganzen Outdoor-Videos mir gezeigt, dass das geht. Heißt aber jetzt, für die andere Seite müssen wir auch noch mal sägen. Also wir haben jetzt die Hängematte aufgebaut. Der Stock ist leider ein bisschen demoliert worden. So, das hängt jetzt, wenn man guckt, recht niedrig. Sollte aber eigentlich zum Schlafen reichen. Ich nehme natürlich für den Kopf die höhere Seite, weil wir wissen alle, Kopffreiheit ist alles. Und die andere Seite hat der Alex mit diesem Stein da reingekloppt. Der ist nicht kaputt gegangen, weil das muss wohl ein Hartholzstock sein. Oder ich habe einfach ein bisschen mehr Gefühl angewendet als du. Ich bin halt der Ficker. Ist jetzt nicht das stabilste Setup, aber sollte für eine Nacht reichen. Ich muss jetzt noch meine Isomatte ein bisschen aufpumpen und dann kommt der Defense 4 schon da rein. Ich glaube, ich werde diese Nacht sterben, Alter. Ich werde einfach transparent. Ich werde einfach mich totschwitzen. Glaube ich nicht. Morgen bin ich nicht mehr da. Kannst du ihn ja aufmachen. Ja, gut. Kann ich auch aufmachen. Was machst du denn da? Ich... Deo drauf? Ich beschütze mich gegen die Natur. Überall Mücken, deswegen jetzt ordentlich einsprühen, damit nichts an uns rankommt. Alles abperlt. Okay, ich zeige euch das jetzt eben mit dem Eis. Weil gleich ist es zu dunkel, ganz ehrlich. So. Krass. Warte, lass mich noch mal fühlen. Das ist wirklich kalt. Ist immer noch kalt, ne? Ist immer noch kalt. Ja, habe ich doch gesagt. Also, wie viel ist jetzt davon weg? Wenig. 10% vielleicht, keine Ahnung. Geht voll klar. Also wir haben gleich noch schön kalten Rum Cola zu trinken. So Leute, ich hoffe, man sieht noch ein bisschen was. Ich habe mir gerade übelst den Finger verbrannt. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Das müssen wir uns morgen angucken, weil ich eine Wurst gewendet habe. Ah, die war noch sehr fettig. Das ist jetzt komplett taub einfach. Die Fingerkuppe ist einfach taub, Digga. Naja, so, wir genießen jetzt noch ein bisschen das Lagerfeuer, essen jetzt was und gleich gibt es dann noch einen Gute-Nacht-Gruß für euch alle. So, bis gleich. Das ist jetzt keine schöne Aufnahme, aber sie muss reichen. Warum ist das keine schöne Aufnahme? Weil ich mit dem Handy, womit ich filme, schon das Moskitonetz von der Hängematte wegdrücken muss. Also ich habe da scheinbar einen erheblichen Fehler gemacht in der Anbringung dieser Kacke hier. Also es ist 12:45, es sind 19 Grad. Ich sehe von meinem Shelter aus die Sterne, was ich echt geil finde. Ich glaube, ich versuche mal heute am Rücken einzuschlafen. Und vor allem versuche ich jetzt schnell zu schlafen. Es ist schön still, genieße ich doch sehr.
Jetzt muss aber auch gut sein, ich muss schnell schlafen. Bis morgen. Guten Morgen. War eine sehr kurze Nacht. Ich habe das letzte Mal auf die Uhr geguckt, da war es 1:15 und jetzt sind wir schon ein bisschen länger wach. Alex putzt sich jetzt schon die Zähne, der war vor mir wach. Und da gegenüber steht einfach ein Schiff. Was macht der da? Erstmal jetzt einen Kaffee reinballern und dann wach werden, klarkommen, einpacken. Sieht man das? Das ist einfach alles nass. Scheiße. Stoffschuh war aber nicht so eine geile Idee. Müssen wir jetzt durch. Guck mal, alles ist so feucht. Das nervt übel. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die Nacht kalt war. Ich fand es sogar recht angenehm. Klar, wenn der Arm aus dem Schlafsack fällt, dann zieht man den schnell wieder rein. Aber ansonsten, finde ich gut. Auch jetzt, 15 Grad, ist mit T-Shirt schon okay. Hätte ich eine Sweatjacke, hätte ich sie auf jeden Fall an. Würde ich sie auf jeden Fall anziehen. Aber, also ich friere jetzt nicht. Hui, hier geht doch schon ein laues Lüftchen, muss ich sagen. Also hier, also wenn man da hinten geschützt ist, hinter den Sträuchern, da ist schon deutlich angenehmer als jetzt gerade hier. So, was ist denn hier los? Stau? Da steht einer. Da stehen zwei. Ja, ganz hinten steht noch einer. Was ist denn hier los? So, also, jetzt mal Review zu der Isomatte von Aldi. Ich habe meine Expert nicht gebraucht. Ich habe gut geschlafen, nicht viel, liegt aber nicht an der Isomatte. Ich habe einfach gut gelegen. Also, mir war nicht kalt von unten, war relativ bequem, habe jetzt keine Bodenwellen die ganze Zeit bemerkt. Es war angenehm, kann man machen. Also, für 15 Euro ist das voll in Ordnung, man macht da wirklich nichts falsch. Für den Sommer, R-Wert stand da nicht. Ich kann nicht sagen, ob die Isomatte gut isoliert, also oder welchen R-Wert die hat, geht nicht. Zur Isolation kann ich natürlich schon sagen, ich habe nicht gefroren. Aber es ist halt auch Sommer. Tiefstemperatur waren 15 Grad, da friert man halt auch nicht, ne? So, das war schon in Ordnung. Ansonsten, die ist jetzt nass. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren wird. Das Material ist relativ robust, abwaschbar. Von daher denke ich nicht, dass irgendwas die Isomatte machen wird. War doch sehr angenehm, muss ich sagen. So, jetzt trinke ich noch meinen Kaffee aus, dann packe ich meine Tasche und dann gehen wir. Aber ich genieße noch ein bisschen den Blick hier jetzt gerade mit der Sonne, weil das sieht richtig schön aus. Das gehört wohl schon jemandem. Hier hat sich jemand gemütlich gemacht. Steht einfach ein Hocker. Mein geilen Ausblick hat er ja, ne? Aber muss nicht sein, oder? Oh. Sind ja genug Steine da. Mensch, Isomatte für 5 Euro. Kann sich hinsetzen, reicht. Also, der Platz wurde geräumt. Alles wurde beseitigt. Keine Spur mehr von uns. Alex, wir sind ready. Yes, wir können los. Ja, wir sind ready. Jetzt wird die Kiste geschleppt. Und dann ab zum Auto. So, damit möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Wie YouTube funktioniert, wisst ihr. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh. Tschö. Nicht so? Eher so anders. Tschüss. Arrivederci. Komm.